Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von My Universe, meine Schulklasse. Wir sind jetzt schon im dritten Jahr, jetzt im zweiten Trimester, in der vierten Woche. Das heißt, wir haben jetzt Halbzeit. Wie sieht unser Stundenplan aus? Und wer zum Gucken macht diesen Stundenplan? Gitarre lesen, Collage, dann kommt Schlagzeug, Programmieren, Töpfern. Wieso Töpfern? Was ist mit den Leuten los? Warum töpfern die so viel? Dann Biologie, aufräumen, dann wieder lesen, dann wieder töpfern. Wer macht diesen Stundenplan zum Kuckuck? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Oh, da fängt die Woche doch schon gut an. Also ein typischer Montag. Keiner hat Bock drauf. Okay, ich muss nur denken. Es geht auch viel zu schnell. Nee, ohne Witz, das ist echt unglaublich schnell, wie das manchmal so durchläuft. Wir haben nicht einen Stern gekriegt. Ich war okay. Ja, das war auch... Also Gitarre ist nicht meins. Wir werden schon mal den Gitarrenwettbewerb nicht machen. Wir werden den Kuckuck nicht schaffen. Ja, das fand keiner geil. Verstehe ich. Fand ich auch nicht. Leute, es ist 8 Uhr morgens. Ich bin noch gar nicht wach für Gitarre. Aber wir fangen dann mit Gitarre an. Ihr seht schon, 1, 2, 3 Leute haben keine Bücher mit. Ach, Kinders. Ach, hier nimmt sie aber mehr, ne? Okay. Aber da. Ich wollte noch mal darauf zu sprechen kommen. Also überlegt euch das, wie wir hier mit dem Let's Play weiterverfahren, wie ihr das möchtet. Ob ihr sagt, okay, wir wollen jetzt hier komplett jeden Wettbewerb sehen, weil manche, besonders die mit den Künsten und so, die werde ich nicht schaffen. Da werde ich wirklich meine Probleme haben, so mit Gitarre spielen und Flöte, alles was mit Musik zu tun hat. Und auch das, das Töpfern wird schwierig. Aber wenn ihr sagt, ey, ihr wollt jeden Wettbewerb sehen, dann kann es sein, dass wir dann hier bei dem Let's Play mit Part 60 oder so rausgehen. Weil pro Woche mache ich ja jetzt einen Part. Ne, das, was waren wir jetzt bei, was hatte ich gesagt, so 13 Wettbewerbe sind es noch, ne, das heißt, ein Wettbewerb pro Jahr, ein Jahr sind 6 Parts so gesehen, also, wir kommen da so über 70 Parts dann am Ende, und ich weiß leider nicht, worüber ich denn reden soll. Nicht 70 Parts lang. Ja, müsst ihr euch überlegen, wie wir das handhaben am besten. Collage. Mal sehen, was wir jetzt zusammenpassen. Sonst, ne, wenn ihr jetzt dazu nichts sagt, dann werde ich einfach mit Part 25 so ein bisschen beenden. Dann habt ihr einen Eindruck von dem Spiel. Und, dann habt ihr einen Eindruck von dem Spiel und das ist ja manchmal auch das, was ein Let's Play ausmacht. Geht darum, euch ja auch manchmal einen Eindruck zu verschaffen. Ach ey, ist das euer Ernst? Mhm. Naja. Weil ich weiß nicht, das Spiel bockt auch nicht so krass wie My Style Boutique. Ach, nicht My Style Boutique, wie hieß es denn? My Universe, Fashion Boutique.
das haben wir ja komplett durchgespielt. Da gab es ja kein richtiges Ende, aber da hatten wir wenigstens einen Mondschauen. Da hatten wir so die Klamotten, das war ja das Ziel denn später am Ende, dass wir sämtliche Kleidung freischalten. Und ich weiß nicht, das hat da irgendwie mehr Spaß gemacht. Das hier ist einfach so Beschäftigungstherapie. Immerhin 20. Dafür, dass meine Biene so kaputt gegangen ist. Damit haben wir den Montag schon mal hinter uns gebracht. Der schreckliche Montag. Ne? Ich finde es halt schade, dass diese Spiele halt kein so konkretes Ziel angeben, sondern einfach sagen, ja mach. Och, schon wieder ein Schlagzeug jetzt. Wieso haben die so was? Wer macht diesen Stundenplan? Ich würd mir wünschen, dass ich diesen Stundenplan machen könnte. Das ist auch viel zu schnell. Ich weiß nicht mal, wo ich drauf drücken soll. Immerhin 6. Er musste ja wirklich eigentlich den Controller hinlegen und dann so drücken, so mit 4 Fingern. Sonst kriegst du es ja gar nicht hin. Wie soll denn das ein Kind schaffen? Aber ich frage mich, vielleicht sind ja auch bei den Kunstwettbewerben und bei Musikwettbewerben, vielleicht muss man da nicht so viel Klassikkappen. Vielleicht nicht unbedingt so krass viele Punkte Sterne holen. Weil die mehr oder weniger, also weil die schwieriger sind. Er muss dreimal dahin. 1, 2, 3. Und dann gehst du zweimal rüber. Er geht zweimal hoch und dann geht er dreimal. Also er geht einmal Dings, dann geht er einmal hoch, dann geht er dahin und dann geht er zweimal runter. Wow! Einfach mal so 6 bekommen. 7, 8. Ich würde sagen, na Kinder, habt ihr irgendwie eine Frage? Ihr müsst die Fragen so stellen, damit das sich auch lohnt. Ne? Nicht so kurz bevor ihr euren Kreis schon beendet habt. Der Junge macht's richtig. Sie weiß auch, wie es geht. Aber man merkt schon, die Kinder hängen jetzt gerade schon so ein bisschen durch, ne? Also, die sind schon ein bisschen fertig mit der Welt. Aber ist das ja auch so gesehen jetzt Halbzeit. Da kann man schon mal ein bisschen durchhängen. Ne, also die sind schon alle so... Ach, Töpfern. Die sind alle schon nicht mehr so richtig so da. Die sind schon ein bisschen am Schlafen.
Ich hasse Töpfe. Es ist okay. Okay, ist gut. Nein, ich habe das Falsche. Schade. Aber mit den Pfeiltasten ist es wesentlich einfacher als mit... als mit den Sticks. Weil dann hat man ein viel besseres Gefühl auf jeden Fall. Dann geht das nicht so schnell, dann geht das ein bisschen langsamer. So, da kommen die nächsten. Ich finde, das Gitarrespielen ging einfach viel zu schnell. Das war so. Das hat meine Augen-Hand-Koordination nicht mehr gemacht. Vielleicht bin ich auch einfach zu alt für dieses Spiel. Dass sie sagen, das ist wirklich nur für Junge, die schaffen das locker. Und ich bin schon zu alt dafür. Da tun es die Reflexe nicht mehr. Ey, immerhin 14 Sterne. 15 sogar. Krass. Dafür, dass wir keine Ahnung vom Töpfern haben. Sehr gut. Naja, manche sind jetzt ein bisschen happiger. Ne? Wegen Töpfern hat anscheinend Spaß eben. Oh. Na gut, Biologie ist ein kleiner Krampf, aber sonst geht's eigentlich. Der Freitag ist schon wieder so richtig mies. Also das war eine miese Woche, wenn ihr mich fragt. Na komm. Das ist nur gut. Aber das gibt auch wieder Punkte. Oh, Biologie wird bestimmt auch mega schwierig. Ja, du hast eine Frage. Ey, komm, ich war doch schon da. Zum Glück haben wir gleich aufräumen. Dann sind die... müssen die Kinder zum Glück nichts machen. Aber 16 ist halt schon... Also das ist eine sehr schlechte Woche. Wenn man überlegt, in der letzten Woche haben wir so im Durchschnitt immer 20 Sterne gehabt und jetzt diese Woche schaffen wir es nicht mal zu 20. Naja. Wie gesagt, die Kinder sind schon nicht mehr motiviert, wirklich zu lernen. Naja, vielleicht bringt die nächste Woche ja mehr Glück.
Aber ich mag unser Klassenzimmer, so wie es gerade aussieht. Ja. Hey, da hat die eine schon wieder ihr Buch vergessen. Ey, du hast schon beim letzten Mal dein Buch vergessen. Was ist los mit dir? Es ist ja jetzt nicht so, dass das Buch so schwer ist. Na gut, Bücher können schwer werden. Ich war ja auch wirklich jemand, der jedes Mal seine Bücher mitgebracht hat. Also ich habe alles immer mitgenommen. Also was heißt, ne, was heißt alles? Also ich habe dann im Prinzip, ne, ich habe gesehen, ich habe das, das und das und das. Dann habe ich aber da die Bücher mitgeschleppt, ich habe meine Hefte mitgeschleppt. Ey, ich war richtig am Ende manchmal, an manchen Tagen so, wenn ich so 8 Stunden hatte. Oh. Dann saß ich so da und hatte am Ende nur noch Rückenschmerzen. Ich bin dann einfach ins Bett gegangen und habe mich hingelegt. Habe ich Mittagsschläfchen gemacht, dann so um 16 Uhr nachmittags. Ne, die guckt euch das an, die sind nicht so motiviert. Lesen ist nicht so den Ding, ne? Wenn man überlegt. Hä? Am Anfang lief das mit Lesen, am Anfang des Let's Plays lief Lesen richtig gut. Jetzt nicht mehr. Ich überleg gerade, Lesen war das letzte jetzt, ne? Jetzt kommt der Freitag. Oh, Schlagzeug. Die brauchen dringend eine Pause. Töpfer und Programmieren, Schlagzeug. Naja, das Einzige, was Spaß macht, ist Programmieren. Na komm. Okay. Einmal perfekt hier. Sehr gut. Das darf auch ein bisschen übertreten. Das muss nicht innerhalb der Linie sein. Schon 2 einfach nur dadurch, dass ich so gut erklärt habe. Sehr gut. Kommt, jetzt schafft das, ihr 4. Bäm. Jetzt schon mal 8, immerhin. Na, die haben nicht wirklich Bock drauf. Das seht ihr schon, wie langsam sich die Kreise hier zusammenziehen. Die sind nie so motiviert, die Kinder. Dü. 10, immerhin 10. Hey, das heißt gar keine. Aber es hat doch keiner eine Frage oder so. Ich stehe jetzt hier bestellt und ich abgeholt. Doch, jetzt jemand. Lohnt sich zwar nicht, aber okay. Ja, immerhin 14. Na, Kinder, ihr könnt doch gleich Pause machen. Ich gebe euch doch eh keine Hausaufgaben auf. Das wisst ihr doch. Tija. Ich
frage mich, wie hoch die Schule an Level gehen kann. Oder ob die sagen, so ab 100 ist Schluss. Dann 1, 2 nach oben. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, guck mal, jetzt wurde es ein bisschen komplizierter. Wir haben sie versucht, einen so ein bisschen vom Weg abzubringen. Indem sie sagen, ihr könntet auch runtergehen. Eins hoch, eins zur Seite, dann eins runter, dann wieder eins zur Seite, dann wieder runter, dann links und dann hoch. Aber das, die sind jetzt hier ein bisschen komplexer, ne? Kann das sein? Eins hoch, ne, zwei hoch, dann nochmal nach rechts. Dann zwei nach unten und dann nochmal. Jo. Ey, dafür, dass es perfekt ist, ich wollte gerade sagen, steigt hier jetzt keiner auf oder wie? Ich habe dreimal perfekt geschafft, weil Programmieren ist jetzt auch nicht das Schwierigste. Kinder, ihr habt es doch gleich geschafft. Ne, programmieren und jetzt noch gleich Schlagzeug und dann habt das durch. Die eine, die liegt auch schon fast auf der Tastatur. Der Junge kann doch ja auch nichts sehen. Aber auf Programmieren haben so die meisten mehr Lust, habe ich das Gefühl. Da haben die schon ein bisschen mehr Bock drauf. Der Panda ist ja auch niedlich. Na gut, wir versuchen mal was. Ich lege den Controller jetzt mal auf den Boden. Wenigstens haben sie alle mal ein Level abgekriegt. Nee, nicht alle, gar nicht. Ha, lol. Bei dem einen fehlt noch ein bisschen. Also das hat schon mal nicht funktioniert. Vielleicht habe ich mir den Controller auch falsch hingepackt. Die Idee war aber, glaube ich, nicht so schlecht. Ja, Controller hinlegen und dann vier Finger auf den Tasten und dann eigentlich immer drücken, wenn das kommt. Aber da müsste man überlegen, wo jetzt welche Taste ist. Ich bin nicht gut da drin, du. Die sind alle durch. Guckt euch das an. Die haben keine Lust. Mathematiker. Wir haben auch nicht wirklich irgendwas gemacht, worauf die wirklich Lust hatten. Was hätten wir gekriegt? Programmieren, Biologie und Chemie. Okay. Pause. Und ach komm, wisst ihr was? Wir gucken jetzt mal bei Anpassend Schule. Wir haben so viel Kram gekriegt. Da müssen wir jetzt mal gucken. Wir hatten jetzt zweimal Regenbogen als Boden und einmal Tapete Tiger. Gucken wir mal. Ah, das ist der Regenbogen. Nee.
Krass. Ich wusste gar nicht, wann habe ich denn das gelernt? Ist, ach, der Regenbogen ist denn für alle? Ist der auch hier im... Machen wir es so. Ich würde mich gar nicht anpassen, weil ich habe nur Ohrringe bekommen und keine Oberteile. Oder Unterteile. Darum brauche ich mir jetzt meinen Lehrerin erstmal nicht anpassen. Ach, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja gut, dann passen wir doch an. Gucken wir mal ein bisschen, was wir verändern können. Aber das Gute ist, das Ding, das Spiel ist tatsächlich im Gegensatz zu My Universe Fashion Boutique tatsächlich, was mich sehr überrascht, wie heißt das denn jetzt? Backfrei. Da bin ich richtig positiv überrascht worden. Ich will die Brille. Nehmen Sie den Tunnel noch. Ja, sieht doch sehr hübsch aus. Gut. Ich sag Dankeschön fürs Zusehen. Also überlegt euch das mit den 25 Parts und dem Feierabend. Oder nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann fangen wir das dritte Trimester an. Die letzten zwei Wochen. Und dann schauen mal, wie es weitergeht. Was für einen Chemiewettbewerb wir als nächstes machen. Was für nächster Wettbewerb denn kommt. Und ja, bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.